So, willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Und es ist soweit, warum auch immer, aber Vesprit ist da. Vesprit ist zurück in den Raids. 8 Uhr Ortszeit, komischerweise, das haben die alles umgeändert. Dazu sage ich aber gleich mehr. Wir sind jetzt hier auf dem Weg zum Bahnhof. Am Bahnhof geht nämlich um 9.34 Uhr ein Raid auf. Den habe ich auch wieder in den Community-Tab gepostet. Und habe euch natürlich fleißig eingeladen. Ihr werdet euch jetzt wundern, was? Ich denke 8, 9, keine Ahnung. Ab 8 Uhr Ortszeit hat also das Event begonnen. Das Seen-Trio-Event mit Goldini als Shiny und dem Seen-Trio, aber bei uns eben nur Vesprit. In den anderen Regionen gibt es auch Tobutz und Selfe, aber nur, wenn es da mindestens 8 Uhr Ortszeit ist. Das war ja gestern Abend im Asienraum schon soweit. Amerika hängt hinterher, bei denen ist es erst nachmittags soweit. Und ihr müsst immer berechnen, es dauert noch eine Stunde, bis ein Ei aufgeht. Also ab 9 Uhr konntet ihr bei uns mit den ersten Vesprit-Raids rechnen. Deswegen bin ich ja jetzt hier 9.34 Uhr sozusagen beim ersten Vesprit-Raid am Start. Lade euch ein, muss kurz noch was fangen. Dann kann ich euch gleich, oder ich zeige euch jetzt mal fix die Liste. Bevor ich das vergesse, muss ja eh noch 2 Meter laufen, ne? Bis dahin schaffe ich das. Ich habe das nämlich wieder hier bei dem Community-Post hingeschrieben, habe Neueste zuerst sortiert und habe die 10 Ersten eingeladen. Das sind nämlich Rudi Ruselix, Julian K., der Rolunoalpa, Leon20A, Carsten. Die habe ich auf einem Account eingeladen und dann die nächsten 5. Sir Flamme, Rick Rari, Killerwald, Schmidt und den Schmelle. Ihr seht, zwischendurch steht hier der Konstin mit Konstin und Ruppersch. Den habe ich nicht eingeladen. Erstens hätte ich nur einen von beiden einladen können. Und ich will nicht, dass da Streit entsteht, wenn ich einen einlade, den anderen nicht. Zweitens, auch wenn ich die gut kenne, ich darf ja niemanden hier Vorteile geben. Und jeder hat sich vorbildlich eingetragen mit Trainernamen und Trainercode. Er hat nur geschrieben, die beiden, ist nicht laut Vorgabe. Und das Problem ist, ich lade ja nicht mit dem großen Account ein. Und ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt einlade, ist der mit dem befreundet, ist er mit dem befreundet. Ich muss eh neu adden. Und falls es passt, kann ich es beschriften. Und da er keine Trainercodes geschrieben hat, habe ich das direkt ausgelassen, bevor ich dann mir das immer alles noch zusammensuchen muss. Das aber nur als Info. Jetzt geht der Raid auf. Wir zeigen euch gleich noch Konda irgendwas und dann nehmen wir mal das erste Vesprit mit. Also, nur als kleine Info. Ich bin gerade heimgekommen, habe gerade das Video auf den PC gezogen, beziehungsweise die Dateien von der GoPro und die Aufnahmen vom Handy. Und ich hatte 2 Bildschirmaufnahmen vom Handy. Habe beide rübergezogen, ich verschiebe die immer direkt, ich kopiere die nicht, ich verschiebe die immer direkt, sodass sie dann nicht mehr auf dem Handy sind. Jetzt sind sie auf dem PC, aber eine geht abspielen, die andere geht nicht abspielen, sprich der Anfang vom Video, was ihr eben gesehen habt, ist da. Der Rest, der Raid ist nicht da, geht auch nicht retten, ist einfach verloren. Ich wusste jetzt nicht, was ich machen soll. Ich habe es versucht umzuwandeln, hochzuladen, runterzuladen, sonst was, dass man vielleicht irgendwas davon nehmen kann. Habe auch nochmal geguckt, wollte extra nochmal einen Raid machen. Es ist natürlich wie immer, frühs gehen Raids auf, mittags nicht mehr. Ich hatte Glück mit dem einen einzigen Vesprit-Raid, der da war. Jetzt ist alles wieder tot und damit das alles trotzdem zeitnah noch ein bisschen passt, werde ich jetzt einfach einen alten Vesprit-Raid von damals aus dem Video nehmen und hier einblenden. Also wundert euch nicht. Trotzdem danke an die, die mitgemacht haben. Diesmal hat alles funktioniert. Trotzdem 16 Leute am Start. Und ihr seht ja trotzdem, wie der Raid abläuft und wie das gefangen wird. Also nicht wundern, wieso das jetzt gleich behindert wird. Aber die Technik, die Technik. Und was lernen wir daraus? Niemals Dateien verschieben. Immer erst kopieren. Und wenn das alles passt, kann man ja immer noch löschen, ne? Ein Schritt mehr für Sicherheit. So, ich habe die Handyarmee wieder mal hier ausgebreitet, wie ihr seht. Alles liegt am Start, ihr seid auch am Start. Euch stelle ich wieder hier hin. Kapuze ist am Start, kurze Hose ist auch am Start. Es ist nämlich arschkalt. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier in die Lobby rein. Ich lade fix die Leute ein,
die beim Raid mitmachen, die habe ich mir natürlich wieder alle markiert, die, die auf jeden Fall die Freundschaftsanfrage angenommen haben. Das sind nämlich hier mit Punkten versehen und hier auch Killerwald, Rick, Schmitze, Flame, Schmelle, ja, Carsten, Rudi, Roh, Dings, irgendwas, Julian, keine Ahnung. Einer hatte eben noch nicht angenommen, das war der Leon, den muss ich jetzt nochmal extra suchen. Jetzt steht er dabei, sonst hätte ich statt Leon 20a nämlich Leon der Heftige eingereicht. Muss ich aber gar nicht, denn er hat ja jetzt angenommen. Überall sehe ich hier Despoter Armee. Alle Handys haben Despoter Armee am Start, weil noch ganz kurz Zeit ist. Das ist zwar jetzt nicht so gut, weil kann sein, dass die App sich gleich wieder schließt. Wir wollen aber trotzdem mal ganz kurz gucken. Stufe 5 Raids bei Vesprit, das ist das in der Mitte, 1747 wäre das 100er. Und ihr seht hier Unlicht-Pokémon am Start oder auch Mega Gengar natürlich mit Geistattacken. Die App hat sich nicht geschlossen. Ich baue mir das jetzt hier noch ein bisschen auf. Wir haben ein Auge drauf, ob alle reinkommen. Ja, wie gesagt, wenn alles passt, müssten wir 16 Leute sein. Es stehen 16 Leute gerade da. Heißt das wirklich, alle sind reingekommen oder es sind Fremde dabei? Wir gucken mal kurz durch. Rudi Russelix, Carsten ist auf jeden Fall dabei. Rick Raris, Flamme, Julian, Schmelle, Schmidhub, Killewald, Leon 20a, Rolunoalpa. Also so wie es aussieht, meine 6 Gelben sind drin. Die ganze Eiver-Armee plus die 10 Eingeladenen ergibt laut Adam Riese 16. Hat also funktioniert. Wunderbar, so muss das aussehen. Und so mache ich täglich meinen Raid. Meistens ohne Kamera, aber wenn es der erste ist, natürlich immer mit Kamera. Und wenn ihr mal Bock habt, können wir vielleicht zwischendurch auch mal einen mit Kamera machen. Das ist aber auf jeden Fall der Community Raid. Immer wenn ein neuer Raid-Boss da ist, gleich losgehen, den ersten mitnehmen. Und es ging leider nicht eher. Dazu jetzt auch nochmal dieses sinnlose Hin und Her, dieses verworrene. Niantic postet ganz groß, dass das Seen-Trio kommt. Ganz normal, Event alles, Dienstag, 22 Uhr. Ihr wisst, wie das ist. Dienstag, 22 Uhr heißt bei uns, wir können eh nichts mehr machen. Wir müssen auf Mittwoch früh warten. Ab Mittwoch früh können wir Vesprit raiden, ja? Dann hat Niantic nichts gesagt und diverse Seiten haben berichtet, dass sich das geändert hat. Sie haben das Event verschoben. Ihr könnt also nicht ab Dienstagabend 22 Uhr raiden und das Event beginnen, sondern sie machen es 8 Uhr Ortszeit. Sprich, am Dienstag statt 22 Uhr abends geht das Event am Dienstag 8 Uhr Ortszeit los. Ortszeit heißt aber, da wo es schon um 8 Uhr war, konnten die anderen schon die Raids machen, sprich am Montagabend, heute ist Dienstag, am Montagabend haben wir schon gewusst, im Asienraum ist schon Selfe da, weil die sind ja mit der Zeit voraus, wenn bei denen schon 8 Uhr Ortszeit war, hatten die schon das Event, konnten Goldini sich holen, konnten Raids machen und wir saßen da. Wir hatten nur die offizielle Meldung von Niantic und die Meldung von der Änderung, die Go Games oder so gepostet hat, oder jemand anderes, ich will niemanden in die Pfanne hauen. Auf jeden Fall, die Seiten, die immer posten, haben nur geschrieben, das Event ist verschoben, startet 8 Uhr und außerdem kann man die Raids ab 22 Uhr antreffen. Die Leute waren so verwirrt in allen Gruppen, alle so, was, ja, ist es jetzt nun da, nee, morgen, auch vorhin, als ich gepostet habe, war auch noch Gespräch da, nein, heute Abend ab 22 Uhr, aber ihr seht, es ist ab 8 Uhr Ortszeit und das heißt, ihr könnt ab 9 Uhr raiden. Warum? Alle Eier, die, sagen wir mal, 8.10 Uhr aufgehen, 8.20 Uhr, keine Ahnung, die sind zwar nach 8 Uhr, aber die haben ja noch den alten Raid-Boss drinne gehabt, als das Ei um 7.30 Uhr gepostet wurde. Das Ei ploppt auf, 7.30 Uhr. Oh, da ist ein Ei. Es dauert eine Stunde, bis das Ei aufgeht. Und wenn das Ei dann irgendwann auf ist, ist zwar nach 8 Uhr, aber es ist noch der alte Boss drin. Weil alle Eier, die ab 8 Uhr erscheinen, eine Stunde lang dauern, bis sie aufgehen, sprich also ab 9 Uhr dann offen sind, beinhalten Vesprit. Das ist so verworren und kompliziert, nur weil Niantic es nicht hinkriegt, einfach mal zu sagen, so und so sieht's aus. Nein, sie posten was, dann ändern sie was, sie sagen nicht, dass sie was ändern, alle anderen Seiten sagen, dass die was geändert haben, die verschreiben sich noch,
geben eine falsche Zeit an, tun nur die Hälfte reinschreiben und schon sind alle verwirrt. Also ich verstehe es nicht. Ich habe auch den 100er-Wert schon wieder vergessen, das heißt, ich muss nochmal rein. 17 irgendwas 40 oder so war das, glaube ich. Wir gucken nochmal kurz nach. 17,47 und ihr seht auch schon anhand von GoTool, das zeigt euch auch schon, welches das Beste von den drei ist. Selfe ist nämlich das Schlechteste, das erreicht die geringsten WP. Vesprit ist etwas besser, aber das Beste ist immer noch Toputz, was es also in Amerika dann gibt. 18,34 ist zwar auch nicht die Wucht, kriegt aber, hat die besten Werte, kriegt die höchsten WP. 17,47 müssen wir uns also merken. Wir haben hier 17,19 als das Beste auf dem kleinen Account. Die anderen sind bei 17, 17,10, 17,7, 17,8. Wir versuchen jetzt einfach mal das hier zu fangen. Ich würde euch nur gern irgendwo anders hinstellen. Ich weiß nur nicht wo, dass ich mich nicht die ganze Zeit so bücken muss. Ich knall euch einfach mal hier drauf auf das schöne Schild, was mittlerweile kaputt und umgerissen ist, und wir werfen einfach mal ein paar Bälle auf das Vesprit, schauen, wie sich das fangen lässt. Alter, jetzt Vesprit hat so einen ekligen Kreis. Ihr seht, der Kreis von dem Pokémon an sich ist eigentlich relativ klein. Was bei anderen schon einfach fabelhaft ist, ist bei ihm trotzdem einfach nur großartig. Dann sitzt es auch noch so weit vorne, dass wenn du wirfst, du theoretisch zu weit wirfst, ja? Du musst also ganz leicht curven und nur auf kleine Distanz werfen. Das ist schon wieder so ungewohnt. Bei fast jedem Raid-Boss ist das gleich. Jeder Raid-Boss, du curvst wie ein Weltmeister, du schmeißt das Teil einfach 10 Kilometer weg. Ich glaube, hier ist es sogar sinnvoll, man curvt einfach mit dem Daumen und wirft rechts und schon da, es war zu weit. Ich habe nicht zu kurz geworfen, ich habe zu weit geworfen, ja. Ganz langsam, curvy curve. Vielleicht wäre es sinnvoll, einfach direkt auf großartig zu gehen, weil auf einfach fabelhafter trifft man eh nicht. Auch wieder knapp vorbei. Mann, ich brauche was zum... Ich muss mich doch wieder hierher hängen, auch wenn mir das Bein übelst wehtut und das Knie mal zu eingeknickt ist. Ich in letzter Zeit übelst Probleme habe mit dem Kniegelenk. Immer wenn ich da liege und will aufstehen, ich sterbe. Kennt ihr das auch? Sterbt ihr auch immer? Schreibt es mir in die Kommentare. Ah. Zum Glück gibt es keine Aufgabe mit lande 10 fabelhafte Würfe hintereinander bei Vesprit. Dann wäre ich komplett raus. Ich sehe schon wieder die Kommentare, schlechteste Fänger auf YouTube. Ja, weiß ich nicht. Da wünsche ich mir sogar Lugia zurück. Obwohl bei Lugia der Fangtrick nicht ging, aber Lugia so komisch rumgezappelt hat. Trotzdem, also ich habe den Trick nicht raus. Ich habe den Dreh nicht raus, wie man am besten wirft. Das ist mir jetzt zu hoch. Habt ihr einfach fabelhaft getroffen? Schreibt es mal rein. Es ist drin geblieben, aber im Endeffekt, solange es kein 100er ist, ist es eigentlich auch egal, ob es drin bleibt oder nicht. Denn ich finde trotzdem immer noch nutzloses Pokémon. Ich werde auch, wie gesagt, nur den täglichen Pass an dem Ding machen. Ich werde keine Pässe sinnlos rausgeben. Die waren schon mal da. Wären sie jetzt wenigstens shiny gewesen, dann hätte man irgendwo einen Anreiz, auch für die Raid Mania. Ich bin die ganze Zeit überlegen, die Raid Mania abzusagen und zu sagen, nein, wir machen keine Raid Mania. Aber ich will euch ja nicht enttäuschen. Ihr findet das Format ja cool. Ihr wollt ja gerne da zusammen raiden. Also denke ich mal, wir werden eine Raid Mania machen. Auch wenn das für mich eigentlich nur sinnlos Geld rauswurf ist. Aber wir machen das. Ihr spendet ja auch immer fleißig. Da möchte ich euch den Content bieten. Und deswegen machen wir eine Raid Mania mit dem nutzlosesten Pokémon, das es je in einer Raid Mania gegeben hat. Das aber dann am Mittwoch, das also dann morgen. Mal gucken, wie viele Raids werden. Vielleicht laden noch gar nicht so viele Leute ein. Und wenn es passt, versuche ich sogar die Raid-Stunde im Asienraum zu streamen und für Selfe einzuladen und im amerikanischen Raum zu streamen, um für Toputz einzuladen. Da muss ich aber noch mal ganz genau gucken, wie die Zeiten sind, von wann bis wann da die Raid-Stunde ist. Mir da eine Location raussuchen. Vielleicht können wir ja da mitten in der Nacht und frühs
je nachdem, wo es gerade ist, zusammen eine Raid-Stunde streamen und ihr könnt Tobuts und Selfe holen, denn die Chance kann man ja nutzen, aber ich würde an eurer Stelle nicht 10 Raids von einem und demselben Pokémon machen. Braucht man wirklich nicht. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.